zusammengesinnte und veraktuelle Musik stellt den Musikern für 2 Tage einen Raum zur Verfügung. Und in diesem Raum haben sie die Möglichkeit, zu einem bestimmten Thema ein Projekt zu erarbeiten. Das heißt, in unserem Fall, im dritten Sammlabor, war das Thema Spieltheorie. Und wir haben verschiedene Spiele ersonnen und verschiedene Arten gefunden, wie man mit der Spieltheorie und Musik umgehen kann. Also wir haben in den 2 Tagen uns getroffen und erstmal geguckt, was können wir überhaupt machen. Das heißt, also erstmal ist man natürlich alles viel mit Aufbau und Technik und so weiter beschäftigt. Aber hauptsächlich haben wir in diesen 2 Tagen gar nicht gespielt. Also es wurde so gut wie gar nicht gespielt, sondern nur sehr viel gesprochen und sehr viele verschiedene Ansätze durchgegangen, wie wir mit dieser Spieltheorie umgehen können, wie wir mit dem Raum auch umgehen können. Also der Raum ist eine sehr wichtige Funktion, dass man halt versucht, ein Konzert zwar schon zu machen, aber den Rahmen eines Konzertes möglichst aufzubrechen. Was ist Spieltheorie? Spieltheorie, das ist eine Theorie, die versucht, von vernunftbegabten Wesen Entscheidungen zu berechnen, sozusagen. Ja, was sind die rationalen Entscheidungen? Und es hat viel mit Improvisation zu tun, denn normalerweise handelt es sich bei improvisierten Musikern auch um vernunftbegabte Wesen, die versuchen eben gemeinsam Entscheidungen zu treffen, ohne zu wissen, wofür sich der andere entscheiden wird. Und das macht die ganze Sache so spannend. Das Spielfeld ist eine Visualisierung einer klassischen Matrix. Es gibt 2 Spieler, die können 4 Entscheidungen treffen. Und je nachdem, wie die Kombinationen der Entscheidungen zueinander stehen, bekommt einer Punkte oder einer verliert die Punkte. Die
Matrix ist eine Hommage auch an eine bestimmte Komposition von Xenakis, die das Interessante an dem Spiel visualisiert und gleichzeitig aber auch die Lächerlichkeit des Ganzen verdeutlichen sollte. Denn es hat eindeutig eine lächerliche Komponente. Es ist einfach ein Rahmen, der geschaffen wird und in dem man etwas ausprobieren kann, was man vielleicht sonst nicht ausprobiert. Es ist ein Rahmen, in dem 5 Leute aus verschiedenen Richtungen zusammenkommen und da 2 Tage verbringen müssen und irgendwo sehen müssen, was können wir eigentlich damit anfangen.